Willkommen bei der Crystal Cove Spuktour. Ich bin Ihre Geisterführerin Velma. Die erste Aufzeichnung des Crystal Cove Fluchs stammt aus dem Jahr 1630, als eine Garnison spanischer Eroberer auf geheimnisvolle Weise aus dem Hafen verschwand. Oh, wie furchteinflößend. Wo sind Sie hin? Welchen Teil des Wortes Geheimnis haben Sie nicht verstanden? Der Fluch schlug wieder 1765 zu, als eine ganze Stadt voller Missionare ganz genauso verschwand. Oh mein Gott! Naja, erst 100 Jahre später wurde es dann wieder richtig interessant, als Cletus Darrow hier Gold fand und die Stadt in Crystal Cove umbenannte. Viele dachten, der Fluch bestünde nicht mehr, bis die gesamte Darrow-Familie an Halloween verschwand und dann nicht mehr gesehen wurde. Weiter geht's. Seit dem Verschwinden der Darrow-Familie war Crystal Cove ein Schwerpunkt von paranormaler Aktivität. Einige unserer berühmteren Besucher dürften sie kennen. Der geisterliche Tiefseetaucher Captain Cutler, Bergarbeiter 49, Charlie der verhexte Roboter und wer vergisst je die schreckliche Aufmachung des Weltraumfreaks? Ich nicht. Oh, wie furchtbar. Oh, das ist einfach nur grauenerregend. Geht so. Sie stellten sich alle als Fälschungen heraus. Was soll ich sagen? Wirklich? Yep, Captain Cutler war nur so ein Typ, der Boote stahl. Bergarbeiter 49 hieß eigentlich Hank. Charlie gehörte Mr. Jenkins, der einfach nur wollte, dass es in seinem Vergnügungspark einen Roboter gibt. Und der Weltraumfreak, oh, daran darf ich gar nicht denken. Danke, Velma. Na, damit beenden wir dann diese geisterhafte Tour. Sie ist zwar nicht hohl, aber irgendwas ist... Hm, unter dem Putz scheint irgendwas... A-E-L-S? Was tust du denn da, um Himmels Willen? Entschuldige, aber es war leider notwendig. Volltreffer! Würden Sie mir bitte verraten, weshalb Sie meine Küche verunstaltet haben? Ja, Velma, erklär uns das bitte. Also, diesem Buch zufolge war Maelstrom der Name von Morgan Moonskas Piratenschiff. Ihre Entdeckung überrascht mich nicht. Dieses Haus ist Jahrhunderte alt. Bei seinem Bau könnten Teile des Piratenschiffs verwendet worden sein. Man munkelt, Morgan Moonska hätte seinen Schatz auf der Insel vergraben. Ihr seid doch bei dem Wettbewerb nicht dabei. Wart's ab, bis Brick unsere fantastische Jongliernummer sieht. Man kann sich nicht einen Tag vor dem Finale bewerben. Doch, wenn du hammerhart gut bist. Na schön, wir gehen auf jeden Fall in das Field-Museum. Da gibt's eine Picasso-Ausstellung. Oh, die Mineralogische Gesellschaft stellt den weltberühmten Seifendiamanten aus. Oh. Steht in deinem Buch auch was über das Opernhaus, in dem die Show stattfinden wird? Klar, es ist fast 100 Jahre alt, aber seit den 70ern ist es geschlossen. Und es gibt Gerüchte, dass es dort spuken soll. Natürlich spukt es da. Sind wir schon mal irgendwo hingefahren, wo es nicht spukt? Warte mal. Hi, Evalo. Verschwinde, Halstuchjunge. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Kumpel. Leute, er ist es. Offensichtlicher geht's nicht. Evalo ist der Friedhofsghoul. Ja, ja. Böse und was weiß ich noch? Nee! Niemals! Sehe ich nicht! Was? Velma, ich bin erstaunt, was du machst. Ist Täterprofilerstellung. Sowas machen wir nicht. Wir untersuchen jeden Aspekt eines jeden Geheimnisses. Wie, weshalb steht das malerische Häuschen, das ich noch nie gesehen habe, da drüben? Worauf warten wir? Finden wir es heraus. Leute! Leute, seht ihr das? Er knurrt. Er knurrt mich tatsächlich an. Hm. Leute, weiß einer, wo wir sind? Und davon mal abgesehen, wo waren wir nur mit den letzten beiden Schlüsseln? Wir reisen durch verschiedene Dimensionen. Eine verblüffende Eigenschaft der Stringtheorie legt das Vorhandensein mehrerer Dimensionen nah. In dieser Theorie ist die Anzahl der Dimensionen von keiner Konstanten festgelegt. Hey, was redet die denn da? Da fragst du den Richtigen. Die planisphärische Disk ist eine Karte des dreidimensionalen Raums und führt direkt in die vierte Dimension. Der Welt zwischen den Welten. Und ist das was Gutes oder was Schlechtes? Jedenfalls haben wir kein Wort von dem verstanden. Aber wie sollen wir hier das letzte Tor finden? Ja, Wasser, soweit das Auge reicht. Wasser ohne Ende. Oh nein, Shaggy und Scooby haben recht. Also wirklich, es muss doch irgendwas über den rauszukriegen sein. Bingo. Sein richtiger Name ist Graf Evalo von Minskrieg. Sieh an, sein Antrag auf Arbeitserlaubnis wurde abgelehnt.
Sein Eignungstest hat gezeigt, dass er durch und durch böse ist. Ich muss es der Gang sagen. Hey, seht mal, da ist ein Lesezeichen drin. Das sind die Kinder, die verschwunden sind. Seht euch die Namen an. Brad Childs, Ricky Owens, Cassidy Williams, Judy Reeves und das Maskottchen Professor Pericles. Der Club in Crystal Cove, der Geheimnisse aufklärt. Mystery Incorporated. Wow, dieser Name gefällt mir. Also waren diese Kinder genauso wie wir. Die Frage ist nur, warum sind sie verschwunden? Bubi, wir haben Explosionen gehört. Geht's euch gut? Oh, was habt ihr nur mit unserem Friedhof gemacht? Was wir gemacht haben? Den Friedhofsghoul gefangen. Mal sehen, wer hinter der Maske steckt. Evallo! Ist ja ein Ding. Es war tatsächlich der offensichtlich Verdächtige. Wer hätte das gedacht? Evallo hat Erdgas von den Crystal Cove Gaswerken gestohlen. Ja, das ist richtig. Ich habe es gemacht. Ich, Graf Evallo von Meanskrieg, habe einen perfekten bösen Plan ausgeheckt. Meine Stellung als Totengräber nutzte ich, um meine Aktivitäten zu tarnen. Doch einer der vielen Zuschauer am Filmabend hätte mir auf die Schliche kommen können. Ich musste sie verscheuchen. So wurde mein genialer, böser Plan vom Friedhofsghoul geboren. Unglücklicherweise waren die Flammen des Grills so nah an meinen Gasleitungen zu gefährlich. Das musste ich unterbinden. Und das führte zu meiner Festnahme. Ganz gewiss wäre ich, der finstere Graf Evallo von Meanskrieg, ungestraft davon gekommen, wenn dieser Sheriff mit seinem American-Style-Barbecue nicht gewesen wäre. Wenn ich mich in Ihren Hauptrechner hacken könnte... Ich bin drin! Boom! Velma? Na, unser kleiner Freund hat eine spitze Nase wie ein Schwert. Vielleicht ist der Hinweis dann Schwertnase. Das wird sein! Velma, der Hinweis ist Schwertnase. Velma? Ein Wälzer? Bitte, das sind kaum 800 Seiten und das meiste davon ist das Inhaltsverzeichnis. Helma, was soll ich denn sagen? Das Buch ist voller Unsinn, wie die Truhe der Dämonen kann nur von den Lebenden geöffnet werden. Das stimmt. Natürlich stimmt das, weil die Toten keine Sachen öffnen. Sie machen nämlich überhaupt nichts. Sie sind tot. Steht da was über den 13. Geist drin? Nun, laut dem, was du mir gesagt hast, heißt der, der entkommen ist, Asmodeus, König der Dämonen, der allermächtigste der bösen Geister. Oh Mann, wir hätten die Kristallkugel loswerden sollen, als wir noch die Chance dazu hatten. Oh, das ist nur eine alte Legende. Was zur... Hey, es gibt so etwas wie Geister doch gar nicht. Hey, Leute! Wo wart ihr? Die Bibliothek ist seit Stunden geschlossen. Die... was? Vergiss es. Ich habe genug Infos im Internet gefunden. In den 70ern gab es hier tatsächlich ein Phantom. Aber ich glaube, das Phantom, das wir heute gesehen haben, war nicht dasselbe. Das hier ist von heute Abend. Wo hast du denn das Foto her? Wir haben uns ins Internet gesetzt. Talentstar schlachtet das für die Publicity aus. Seht ihr? Das Outfit ist ganz anders. Ich glaube, was wir heute gesehen haben, ist jemand, der die alte Geschichte für seine Zwecke ausnutzt.